Ja, nein, und herzlich willkommen zum 30. November, gleichzeitig Tag 98 von Vlogging the Family, unserem 100-Tage-Experiment. Wir sind quasi fast durch, aber danach geht es ja eh weiter. Ja, es ist Sonntag, so ein echter November-Sonntag, so mit Grau und Wind und allem, was da so nicht zugehört. Und außerdem ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, erster Advent. Ja, Alter. Ja, so, ich besorge mir erstmal einen Kaffee. Nach einer echt ruhigen Nacht ging es heute Morgen schon ein wenig mit Aufregung los, weil ein Baustrahler hat den Hauptschalter natürlich zerlegt. Das heißt, jetzt muss ich erstmal runter in den Keller und gucken, wie das Datencenter aussieht. Oh, und die kleine Charlotte ist schon unten. Hallo, Charlotte. Ja, du strahlst, ne? Ja, Pullover von Nicole, ne? Der sieht richtig gut aus an dir. Ist noch ein bisschen lang und ein bisschen groß. Aber schick. Hat sie nämlich gut getroffen, den können sie im Winter übertragen. Und deine schicke Hose von Madame Jordan, ne? Ja, deine Mama für dich extra anfertigen lassen. Also für euch. Ihre Schwester hat auch eine, die sieht ein bisschen anders aus. Aber die wechselt da ja eh durch. Papas Kaffee ist fertig. Fast jedenfalls. Ey, und weh, einer sagt jetzt unterbrechungsfreie Stromversorgung. Weiß ich ja selber. Es müssen nur so viele sein. Nee, weil wenn es nur einen Stromkreis entschärft, dann entschärft es immer nur einen kleinen Teil. Aber wenn es alles entschärft, dann sieht es so aus. Ei, wei, wei, hat tatsächlich Schaden gegeben. Also Hardware-Schaden, eine Festplatte macht komische Geräusche. Ein Raspberry Pi konnte ich wiederbeleben. Jetzt muss ich mal gucken, ob da die Festplatten auch alle überlebt haben, die der ansteuert. Und dann, ob die Daten darauf überlebt haben. Da ist er gerade bei, alles hochzufahren. Ein NAS hat es entschärft. Da habe ich schon Ersatz geordert. Weil da haben sowohl die Platten als auch die Trägerhardware ein Ding weggekriegt. Gesehen bei den Platten, an die Daten komme ich ran. Nur da will ich jetzt nicht groß dran rummachen, bevor ich halt Ersatz habe. Der kommt morgen. Ja, nun werden die ganz mit spitzen Fingern angeschlossen und in einem Rutsch schnell alle Daten rüber kopiert auf die neue NAS und dann ist das auch erledigt. Es ist halt immer so ärgerlich. Das sind dann immer gleich 730 Euro, die nicht hätten sein müssen. Na gut, dann erstmal frühstücken. Ja, aber dafür sieht es ganz gut aus. Das ausgefugte, gefließte. Das Blöde ist, dass wir noch zu wenig Zeugs hatten und am Adventssonntag nun mal nicht offen ist. Na, Victoria, hast du auch einen schönen Pullover von Nicole gestrickt an? Gefällt dir dir hier, ne? Ja, niedlich siehst du aus. Und hast auch eine Madame Jordan Mitwachshose an. Ne, da ist ein Fuchs, hat deine Mama Hast du sie jetzt schon ausgesucht. fotografiert? Ein Fuchs hat Mama dir Ach, Batterie ausgesucht. leer? Nein, die Batterie ist nicht leer, aber ich lade erstmal auf. Das mache ich nachher dann. Ein Fuchs hat sie dir ausgesucht. Gerd, nimm doch die Tabletten gleich mit hoch. Und bei Helen kann man auch die Anas Adventskranz jetzt bewundern. Ja, hat sie nämlich wieder selbst gewickelt. Ich habe zwar gestern schon gesagt, ich fand den stylischer letztes Jahr, aber trotzdem ist der gut. Sieht ganz gut aus. Gefällt. Na, du kleines Spaßkind. Rang. Na, Papas Hand. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Du bist so niedlich. Kleine Süße. Wie bist du da drauf gekommen? Du bist so niedlich. Ich war im Laden und Ey, du hast ja ein rosa Palituch um. Guck mal, hier ist nicht eben. Es ist ja nicht so, als würde er nichts zu essen kriegen, ne? Immer wenn er danach verlangt, kriegt er was. Ihr müsst gar keine Stofftiere essen. Ja, quietsch dir mal ins Ohr. Dem Bruno. Dem Hundepferd. Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Hör mal genau, Wuff, wuff.
Wenn wir haben auch ein kleines Marmeladen-Update. Einmal konventionelle Marmelade, Blaubeer von IKEA und Leberwurst-Marmelade. Nee, eigentlich ist es Apfelgelee mit Minze, wenn ich das richtig deute. Deute ich das richtig, Schnuffel? Ja. Sehr lecker. Nicht jedermanns Fall, weil die Minze doch sehr intensiv ist, aber sehr lecker. Also die Blaubeer, die Blaubeermarmelade von IKEA. Okay. Schmeckt sehr lecker, aber ist natürlich, wie erwarten, ganz schön süß. Ja, wir haben gesagt, da können die Kinder doch mal schön. Ja, wie gesagt, näher ans Haus geht nicht, weil das hatten wir mit dem alten Feltenvogel auch schon probiert. Ich glaube, es ist frisch draußen. Aber ich weiß gar nicht, warum die Anna das hintere Vogelhaus bestückt. Weil wir wollten doch nur noch das große benutzen. Naja. Da sind die Baumarktmützen. Ja, die ihr gekriegt habt, jetzt, wenn wir euch im Baumarkt aufgeschlagen sind, ne? Gehst du jetzt wieder raus? Das ist ein Notdienst. Ja, mein Hase, komm mal her. So, jetzt geht's schon mal mit dir in die. In die. Hallo. Hallo. Hallo, ja. Voll eingemummelt. Tschüss, viel Spaß. Ja. Zumindest habe ich mir schon mal ausgesucht, welche USVs ich gerne hätte. Da muss ich aber erstmal auf die nächste Kohle warten. Und dann kaufe ich mir da zwei Stück von. In unseren saßen schon die Eichel hier, die fetten. Naja, nur lass doch auch mal. Außerdem saßen heute Morgen Meisen drin. Ja. Meisen im Vogelhaus. Alter, gerade mal 4 Uhr und schon stockeduster, ne? Kleine Schnuffelmaus, 4 Uhr nachmittags und schon dunkel. Das ist doof. Das ist ganz doof. Uhr. Nach fast 10 Stunden sind die letzten Checks durch. Bis auf die 4 Platten, die ich nicht testen kann. Wegen der defekten Hardware. Und bis jetzt kein Datenverlust. Yes! Also wir haben zwar Daten verloren, aber die sind alle gebackupt. Gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, die Frage ist halt, wie das mit den 4 Platten aussieht, aber da sind auf 2 nicht so ganz gravierende Daten drauf und ich konnte sie zumindest ansprechen. Das heißt also, irgendwie retten kann ich im Notfall die Daten. Ja, ein schöner erster Advent. Und zumindestens kann ich morgen einfach anfangen zu arbeiten dann. Hallo, kleine Schnuffelmaus. Hält dich die Oma mit deinem Schnuffeltuch fest? Hält die dich mit dem Schnuffeltuch fest? Ja. Da siehst du, dein Pullover passt zu dem Pullover von der Oma. Ja, hat die Nicole ganz super gemacht. Die sieht heute ganz anders aus, die Kinder. Ja! Hey! Tada! Ling, 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 ling. Du auch? Ling, 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 ling. Du auch? Tschaka! Spielen wie die beiden? Tschak! Jo! Ling, 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 ling. Ja, dieses Kind ist nämlich Last Airbender, ne? Bist du ein Airbender? Weißt du noch nicht so genau, ne? Wir haben noch einen Airbender. Ja. Ja, und du hast jetzt Hunger hier, ne? Hau weg das Zeug. Haben wir dich so schön abgelenkt, ne? Hallo, kleine Charlotte. Schmeckt denn die Faust ganz gut jetzt, hm? Schmeckt jetzt die Faust super? Weißt du noch nicht so genau, ne? Hallo, kleine Charlotte. Hast du zwischendurch schon wieder geschlafen? Hast du zwischendurch geschlafen? Oh, du bist so niedlich. Oh, ein kleines Bäuerchen.
Und noch eins. Du bist ja ein kleiner Rülpser. Möchtest du was erzählen? Ups. Und hepp. Na, jetzt ist durch? Jetzt ist durch? Jetzt ist genug getrudelt. Ja. Oder willst du jetzt wieder was anderes machen? Hm? Ja. Oh. Ups. Doing. Der hat sich richtig abgestützt mit der Hand. Und meine Schwester macht das ja auch. Die setzt ja das Bein auf und stößt sich dann ab. Da war eine tolle Spannung. Aber wir haben ja gesagt, so bis zu 6 Wochen kann es dauern, bis es wieder in Ordnung ist. Ja. Hast du noch Hunger? Musst du Papas Arm essen? Ist der lecker? Ja. Njam. Ist halt blöd, dass unsere Töchter Kannibalen sind.